Hi zusammen! Kleine Information, bevor das eigentliche Video losgeht. Ich habe dieses Video nochmal neu bearbeitet, ein bisschen was neu gedreht, neu geschnitten, neu hochgeladen, denn ich habe das Video quasi vor ein paar Tagen schon mal online gestellt, aber da waren einige von euch nicht so wirklich zufrieden und das habe ich mir natürlich zu Herzen genommen und habe das Video nochmal neu bearbeitet. Es soll euch ja helfen und ich will euch ja nicht verärgern oder so. Deswegen kommt jetzt das Video zu den NYX Lippenstiften einfach nochmal. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin gerne für Kritik offen, sonst hätte ich es jetzt nicht neu bearbeitet und mich nochmal neu hingesetzt. Denn ja, wie gesagt, ich möchte, dass ihr Spaß an meinen Videos habt. Und dann würde ich sagen, los geht's. Hi zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen DM-Haul, aber diesmal in einer etwas abgewandelteren Variante. Und zwar war ich ein bisschen bei NYX einkaufen. Also ich habe die Theke ein wenig durchstöbert und habe sehr, sehr viele nude-farbene Lippenstifte gekauft. Und ich hatte euch bei Snapchat gefragt, ob ihr trotzdem einen Haul sehen möchtet, quasi eine Swatch-Party. Ich bin noch unschlüssig, wie ich das Video genau nennen werde. Und ganz, ganz viele von euch haben das Bild gescreenshottet. Ich glaube, es wurde über 100 Mal gescreenshottet. Ich blende euch meinen Snapchat-Namen einfach mal hier unten ein und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir vorbeischauen würdet. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich werde jetzt alle Lippenstifte einmal auftragen, euch ein bisschen genauer zeigen, euch sagen, was ich davon halte. Viele Sachen habe ich gar noch gar nicht wirklich benutzt. Also es ist quasi ein First Impression Video mitunter. Natürlich habe ich manche Farben schon mal aufgetragen, aber gut. Ups. Die erste Farbe und für mich auch die mitunter schönste Farbe ist die NYX Soft Matte Lip Cream in der Farbe Berlin. Den habe ich auch in meinem Snapchat Q&A getragen und ganz, ganz viele Mädels von euch haben mich gefragt, was das denn letztendlich für eine Farbe ist. Ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt irgendwas Sommerliches und auch nicht unbedingt was Alltagstaugliches. Es ist sehr, sehr dunkel. Es ist wirklich ein dunkles Braun. Aber ich finde einfach die Konsistenz sehr, sehr schön. Er wird sehr, sehr schnell matt. Allerdings, was mir aufgefallen ist bei den Soft Matte Creams, ist einfach, dass sie am Außenrand relativ lange matt bleiben, aber gerade im Innenteil der Lippe sehr, sehr schnell an Farbe lassen. Aber gut, der kostet jetzt, glaube ich, 6 Euro, 7 Euro, 8 Euro. Nicht unbedingt die Welt. Von daher kann ich das ertragen. Das ist also quasi die erste Farbe, Berlin. Sehr, sehr schöner Ton, gerade so für den Herbst. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach mal bei den Soft Matte Lip Creams. Und da habe ich noch so ein paar andere. Ich habe auch eine Farbe nachgekauft, die schon quasi alle war. Aber ich würde sagen, wir bleiben bei den Brauntönen. Dann habe ich Abu Dhabi. Ich war mir nämlich unschlüssig, ob ich eher den Abu Dhabi sehr, sehr schön finde oder den Berlin. Und ich muss sagen, ich finde beide sehr schön, weil sie relativ unterschiedlich sind vom Farbton. Der eine ist ein bisschen alltagstauglicher, geht ein bisschen wirklich ins Nude-Farbene und der Berlin ist wirklich mega dunkel, eher was Herbstliches. Und wenn man nicht so ein krasses Augenmake-up hat, einfach schön getuschte Wimpern, finde ich, sieht sehr, sehr schön aus. Ich muss aber sagen, dass ich in die NYX-Theke gestürmt bin, weil ich auf der Suche war nach dem perfekten Nude-Ton und ich finde, dass Abu Dhabi da perfekt bei mir reinpasst. Dann habe ich mir ein bisschen was anderes, einen etwas knalligeren und das ist Prag. Ich muss sagen, die Farbe habe ich schon aufgetragen. Dass mir aufgefallen ist, dass bei den relativ krasseren Farben die Farbabgabe nicht so mega schön ist. Also wenn ich jetzt hier sehe, wie gut pigmentiert die ersten zwei Farben sind und dann die Farbe daneben, ist nicht ganz so cool. Also da muss man schon ein bisschen öfter rüber gehen. Aber gut. Ja. Ansonsten sehr schöne Farbe. Eher so ein bisschen fuchsia. Also nicht ganz so krass pink, aber auch nicht ganz so wirklich unscheinbar. Dann habe ich Istanbul. Den finde ich wirklich sehr schön. Den habe ich mir nachgekauft, weil die Farbe habe ich weggegeben gehabt. Und das ist wirklich so ein richtig schönes Mädchenpink, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirkt sehr, sehr schnell Barbie-lastig, aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr schön. Ich hatte ihn, wie gesagt, schon mal und habe ihn weggegeben und habe ihn auch schon in ein oder anderen Video getragen und ich mag die Farbe wirklich sehr, sehr gerne. Ja, und ich muss sagen, im Gegensatz zu der Farbe davor, Prag, lässt sich einfach die Farbe Istanbul viel, viel besser auftragen und wird nicht ganz so schleierhaft. Dann habe ich noch die Farbe Transsilvania. Die hatte ich auch schon mal, die habe ich quasi auch weggegeben. Das ist wirklich ein sehr, sehr lila, stichiger Ton. Ich muss sagen,
die sind bei mir nicht so ganz gut pigmentiert. Also Prag ist nicht so gut und Transsilvania ist bei mir jetzt hier nicht so mega gut. Das ist wirklich ein sehr herbstlastiger Ton. Ich kann auch unschlüssig sagen, ob die Farbe mir jetzt wirklich steht. Ansonsten muss ich sagen, dass es eine sehr schöne Farbe ist. Ja, aber ich finde es halt ein bisschen traurig, dass sie nicht so gut pigmentiert ist. Also gerade so auf der Hand sehe ich es. Ich bin gespannt, wenn ich es jetzt gleich auf meinen Lippen auftrage, wie es dann aussieht. Eine Sache muss ich noch kurz loswerden. Ich habe jetzt gerade den Transsilvania aufgetragen. Und muss sagen, der ist ein bisschen zickig. Also er lässt sich wirklich schwer auftragen. Der kriecht ein bisschen in die Fältchen. Und blutet einfach so ein bisschen aus. Ansonsten ist er nicht wirklich besser pigmentiert als vorhin hier auf meinem Handrücken. Vielleicht ein Müh, aber wirklich nur ein ganz bisschen. Ist für mich jetzt nicht so die optimale Farbe. Die Farbe hätte ich mir klemmen können. Ja. So, dann habe ich aus der Soft Matte Lip Cream Reihe gar keinen mehr. Dann habe ich noch einen Butterglass. Das ist der. Das ist Apfelstrudel. Und das ist wirklich ein ganz normaler Gloss. Auch ein bisschen pinklastig. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist der. Das ist der. Also hier oben haben wir nochmal Berlin, Abu Dhabi, Prag, Transsilvania. Was war das dazwischen? Das weiß ich gar nicht mehr. Istanbul. Istanbul und der Gloss hier ist der Butterglass in Apfelstrudel. Den finde ich sehr, sehr schön, gerade so für den Alltag. Den hatte mir auch mal Sterni geschenkt und den habe ich mir auch nachgekauft. Also quasi drei Farben, die ich nachgekauft habe. Eine, der leer war und einer der zwei, die ich verschenkt habe. Also ich würde sagen, das ist mitunter die einzige Farbe, die so ein bisschen alltagstauglicher ist als die anderen. Dann habe ich noch zwei Lippenstifte Liquid Lipstick aus der NYX Lingerie Reihe. Die sind rein optisch so vom Weiten sich relativ ähnlich. Ich habe einmal die Farbe 04 Ruffle Trim. Ja, 04 Ruffle Trim. Einmal die hier. Die finde ich auch schön. Ist so eine Mischung aus dem Abu Dhabi und Berlin. Also nicht ganz so hell wie Abu Dhabi und nicht ganz so dunkel wie Berlin. Also wie gesagt, ich war wirklich teilweise auf der Suche nach einem ziemlich perfekten Nude. Und dann habe ich noch die 08. Zwischen den beiden Tönen konnte ich mich einfach nicht entscheiden. Die 08, das ist Bedtime Flirt. Ich schreibe euch alle Namen einfach nochmal unten hin. Und der hat so ein bisschen einen Pink-Einschlag drin. Die beiden Farben habe ich wirklich nur geswatcht, bis jetzt noch nicht ausprobiert. Das sind die untersten beiden hier unten. Und auf jeden Fall fällt mir erstmal auf, dass sie relativ schnell matt werden. Das finde ich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut. Also 04 und 08. Ja, man sieht, ich war wirklich auf der Suche nach einem Braun, nach einem Nude. Und sie sind rein optisch relativ ähnlich in der Verpackung, aber wenn man sie swatcht, sehr, sehr unterschiedlich. Männer würden jetzt was anderes sagen, aber gut. Dann habe ich noch den NYX Liquid Suede Cream Lipstick in der Farbe 12 und Vintage. Der ist sogar noch eingepackt. Und da haben mir viele von euch gesagt, dass diese Reihe nicht ganz so gut finden. Also bei Snapchat haben mich viele davor quasi gewarnt. Und deswegen bin ich umso mehr gespannt. Oh! Also es ist quasi eher so ein bisschen wie der Transsilvania von hier oben, der aber nicht so eine mega krasse Farbabgabe hatte. Finde ich, also auf den ersten Blick finde ich ihn erstmal sehr, sehr gut. Ich kann jetzt nichts Negatives sagen. Also der größte Teil der Lippenstifte sind wirklich Herbsttöne. Ist jetzt nichts, außer der Buttergloss, ansonsten sind es sehr, sehr viele Herbsttöne. Also beim Auftragen her finde ich diesen Suede, ich hoffe es ist richtig ausgesprochen, relativ angenehm. So, dann war das eigentlich schon mein kleiner, feiner DM in puncto NYX Haul. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war jetzt so ein bisschen eine Review oder halt ein First Impression Video. Sowohl als auch, weil manche Sachen hatte ich ja schon, manche Sachen habe ich neu gekauft und neu ausprobiert. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ich es einmal komplett auf den Lippen aufgetragen habe oder ihr es halt auch quasi hier einmal gesehen habt. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare unten da lasst. Ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Ich hoffe, dass meine Brille nicht allzu sehr geblendet hat.
Das werde ich jetzt erst beim Schnitt sehen. Ansonsten wird ab sofort die Brille abgesetzt. Aber ich musste mir jetzt zwei Softboxen aufstellen. Aber zu viel Blabla. Ich blende euch mein letztes Video einfach nochmal ein, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ansonsten fühlt euch gedrückt. Einen zauberhaften Tag wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.